Mit Smarty wollen wir zu einem ökologischen Mobilitätssystem für Europa beitragen. Smarty basiert auf der Idee der Sharing Economy, die ja in der jüngeren Vergangenheit besonders durch Carsharing und Airbnb große Aufmerksamkeit erlangte. Und dieses Grundkonzept des gemeinschaftlichen Netzwerkkonsums wollen wir auf den Schienengüterverkehr übertragen. Hier kann zum Beispiel ein Kunde kurzfristig auf Nachfrageänderungen reagieren und beispielsweise Holztransporte von Copa nach hier oben mit dem Mieten von Waggons, die wir zur Verfügung stellen, durchführen. Mit Smarty wollen wir Industrie 4.0 in einem neuen Geschäftsmodell umsetzen und dafür arbeiten wir mit unseren Partnern der FH Joanneum, der TU Graz, der Papierholz Austria und der Danrail eng zusammen und gefördert wird das Ganze von der FFG. Durch die gemeinschaftliche Nutzung der Waggons ist es unseren Kunden möglich, Waggons effizienter einzusetzen, weniger Waggons werden benötigt und dadurch sparen wir CO2 ein und leisten so unseren Beitrag für die Umwelt. Wir sehen, dass das Angebot und die Nachfrage nach Waren unserer Kunden immer mehr zunimmt und wir bieten ihnen die Möglichkeit, auf unserer Plattform auf diese Schwankungen bestmöglich zu reagieren und kurzfristig dieses Angebot bzw. die Nachfrage zu befriedigen. Im Prinzip wird die Anzahl an benötigten Waggons kurzfristig vergeben, weil ansonsten müssen die Kunden, wenn sie jetzt einen Waggon benötigen, zum Beispiel 5 Jahre diesen Waggon mieten, obwohl sie nur eine Woche brauchen. Das ist in der Branche so üblich. Die Sharing-Plattform Smarty wird in ganz Europa zum Einsatz kommen und dadurch werden wir Ressourcen schonen und der Umwelt etwas Gutes tun. Wir hoffen, dass wir damit den Schienengüterverkehr revolutionieren können.